Virtual DJ ist so komplex, dass du in unzähligen Einstellungsmöglichkeiten alles einzeln auf deine Bedürfnisse einstellen kannst. Doch was macht wirklich Sinn für einen DJ? Das erfährst du in diesem Video mit 13 Einstellungen, die du auf jeden Fall kennen solltest. Viel Spaß! Mein Name ist Mike, ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Früher, da war ich in Clubs und Diskotheken unterwegs. Heute bin ich der Spezialist für grandiose Hochzeiten und erstklassige Events. Hier auf meinem Kanal zeige ich dir, wie auch du als DJ starten kannst. Lerne von meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich durch meinen DJ-Alltag. Hallo Freunde, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video. Das Einstellungsmenü in Virtual DJ öffnest du ganz einfach hier oben rechts über das kleine Zahnrad. Dann öffnet sich das Einstellungsmenü und in dem Zahnrad unter Option kommst du in die Einstellungen mit rein. Und hier beginnt auch schon Tipp Nummer 1, und zwar standardmäßig werden dir die meistverwendeten Einstellungen hier drin angezeigt. Mit einem kleinen Dropdown auf dieses kleine Häkchen hier kannst du aber auch die gesamten Einstellungen einstellen, welche nun riesengroß sind und dir viel mehr Möglichkeiten bieten. Mein Tipp ist sowieso, guck hier einmal in Ruhe durch, damit du alle möglichen Einstellungen findest und Virtual DJ am besten auf dich personalisieren kannst. Und die erste Einstellung, die wir vornehmen, ist die sogenannte Master-Tempo-Einstellung. Hier kannst du Ja, Nein oder Pro Deck wählen und stellst damit ein, wenn du den Pitch-Regler benutzt und die Geschwindigkeit veränderst, ob sich damit auch die Tonhöhe verändern soll. Beispielsweise hier in diesem Track, wenn das Master-Tempo deaktiviert ist. Das gleiche klingt natürlich mit angeschaltetem Master Tempo um einiges besser. Das heißt, aktivierst du das Master Tempo, kannst du den Song immer noch pitchen, aber er hört sich nicht an wie so ein Mickey Mouse Effekt. Deswegen der erste Tipp hier in den Einstellungen, aktiviere das Master Tempo. Tipp Nummer 2 nennt sich Fader Start und das ist standardmäßig auf Nein eingestellt. Wenn du dieses aktivierst, startet der Song automatisch, wenn du den Fader-Regler nach oben ziehst. Das hat den ganz großen Vorteil, dass du nicht immer auf die Play-Taste drücken musst, sondern der Song startet, sobald der Fader-Regler nach oben geht. Die nächste coole Einstellung nennt sich Hide Song Info. Und wenn du das aktivierst, dann siehst du jetzt rechts und links in den Playern mit drin, dass die Titel und der Interpret plötzlich verschwinden und nur noch Hidden angezeigt wirst. Auf Nein kannst du das natürlich auch wieder deaktivieren, auf Ja kannst du das aktivieren. Das hat den ganz großen Vorteil, deine Songs vor neugierigen Blicken zu schützen. Du kennst bestimmt die Gäste, die ganz neugierig in deinen Laptop reingucken und unbedingt wissen wollen, wie der Song heißt. Aktivierst du das, haben sie keine Chance mehr, denn Titel und Interpret werden jetzt nicht mehr angezeigt. Ein ganz, ganz wertvoller Tipp, der nennt sich Load Security. Und das hilft dir, dein Deck zu schützen, dass du nicht aus Versehen einen Song in ein laufendes Deck reinschiebst und die Musik damit unterbrochen wird. Das heißt, das kannst du einmal anschalten oder du kannst es auch deaktivieren. Ist es deaktiviert und ein Song läuft und du lädst einen anderen Song drauf, stoppt dieser. Das hast du vielleicht schon mal erlebt und ruckzuck ist die Musik aus. Tust du aber das Load Security aktivieren, und du lädst dann einen Song in den Player, während ein Song läuft, dann kommt vorher eine kleine Meldung, die dich fragt, ob du den Song wirklich stoppen möchtest.
Und das hilft dir natürlich ungemein, dass deine Song, dass deine Musik nicht unterbrochen wird, weil du aus Versehen einen Song in das aktuelle Deck lädst. Die nächste Einstellung ist ganz cool, wenn du zum Beispiel elektronische Musik mixt, zum Beispiel House Music oder Techno. Da mixt man oft auf den Key. Und ich zeige dir das mal, der Key wird in den Playern direkt hier oben angezeigt. Hier ist das jetzt G-Moll. Das heißt, standardmäßig ist der auf Musical eingestellt. Wenn du dich aber mit dem Harmonic Mixing Wheel auskennst für ein harmonisches Mixing, kannst du das natürlich auch auf Harmonic einstellen. Und dann verändert sich das G-Moll in ein 0,6a. Je nachdem, was dir lieber ist, mit was du eher arbeiten möchtest, kannst du das individuell einstellen. Die nächste Einstellung nennt sich Auto Pitch Lock und die ist sehr, sehr cool, wenn du zum Beispiel mit beiden Decks über höhere BPMs mixen möchtest. Standardmäßig ist das auf Nein eingestellt. Stellst du es aber auf Ja, dann hast du die Möglichkeit, wenn du beide Songs spielst und sie angepasst sind und du jetzt beide von der Geschwindigkeit verändern möchtest und dann nur einen Pitch-Regler bewegst, dass sich beide mitbewegen. Das ist zum Beispiel sehr hilfreich, wenn du wie gesagt unterschiedliche BPM hast und das eine Deck auf die Geschwindigkeit des anderen bringen möchtest, dann kannst du beide Decks erstmal auf eine einheitliche Geschwindigkeit bringen, Auto-Pitch aktivieren und dann runterpitchen auf das zweite Deck und zwar während du nur einen Pitch-Regler bewegst und der andere sich automatisch mit anpasst. Die nächste Einstellung nennt sich Record-Format und hilft dir dabei, wenn du einen Mix abspeichern möchtest, zu wählen, in welchem Dateiformat diese abgespeichert werden soll. Standardmäßig ist hier MP3 hinterlegt. Du kannst dies aber löschen und ganz einfach zum Beispiel OGG, FLAC, WAVE, WebM oder auch ein MP4-Format mit eintragen, in welchem dann deine aufgenommenen Mixe abgespeichert werden. Benutzt du als DJ gerne den Automix, dann hast du die Möglichkeit über Automix Mode einzustellen, wie der Automix einen DJ-Übergang handhaben soll. Hier kannst du wählen zwischen Smart, Force Fade, Skip Silence, Full Songs, No Mix oder Radio. Mein Tipp, probier die einzelnen Systeme einfach mal aus, weil jeder hat so ein anderes Feeling dafür, was besser zu ihm passt. Ich wähle immer gerne Radio oder zum Beispiel Smart, weil er da auch sehr, sehr geile Übergänge macht. Möchtest du dagegen, dass vielleicht gar nicht gemixt wird oder der Song komplett ausgelaufen lassen wird, dann wähle Full Songs oder No Mix. Über die Einstellung des Auto Gain kannst du selber wählen, was mit deinem Auto-Gain passieren soll. Soll er sich automatisch immer auf einen Nullwert einstellen, wenn du einen neuen Song in den Deck lädst, oder soll er die Einstellung beibehalten, die du ihm vorher gegeben hast? Das sieht zum Beispiel so aus. Aktivierst du Auto, dann kannst du deinen Gain-Regler zum Beispiel ins Minus drehen, lädst du dann den nächsten Song mit rein, dann stellt er sich automatisch immer wieder auf einen Nullwert zurück. Wählst du hingegen No, dann bleibt dein Gain-Regler immer auf derselben Position stehen, egal wie oft du einen Song in das Deck reinlädst. Eine weitere geile Einstellung nennt sich Auto-Headphones. Damit kannst du einstellen, ob sich dein Kopfhörerkanal immer aktivieren soll, wenn du einen Song in ein Deck lädst. Dann aktivierst du einfach On-Load. Und hier siehst du jetzt ist der Kopfhörer auf dem rechten Deck aktiviert. Lade ich jetzt einen Song in den linken Deck mit rein, aktiviert sich automatisch der Kopfhörer vom linken Deck und du musst es nicht manuell umstellen. Und das passiert dann jedes Mal, wenn du einen neuen Song in das andere Deck mit reinlädst. Ähnlich wie bei dem Auto-Gain kannst du natürlich auch deinen Equalizer bestimmen, wie damit umgegangen werden soll. Du kannst zum Beispiel einstellen, ob dein Equalizer bei jedem neuen Song, der in ein Deck geladen wird, sich automatisch wieder auf 0 zurückstellt. Dafür aktivierst du Ja und siehst dann, ist hier zum Beispiel dein Equalizer verstellt, du lädst einen neuen Song rein, stellt er sich automatisch immer auf die Nullwerte zurück. Jedes Mal, wenn du einen neuen Song in den Player mit reinlegst. Du kannst das Ganze natürlich aber auch einfach deaktivieren, indem du hier das Häkchen bei Nein setzt. Und verstellst du jetzt den Equalizer, merkt er sich die Position
immer auch, wenn du einen neuen Song in dein Deck lädst, und er bleibt bei diesen Einstellungen auch immer gleich. Und Tipp Nummer 13, den ich habe, der nennt sich Check Updates. Vielleicht kennt ihr diese Meldung, wenn ihr virtuell DJ startet, dass eine Meldung kommt, wo es heißt, es liegt ein neues Update vor. Und du befindest dich gerade mitten auf einem Gig und denkst dir, nee, ich ziehe jetzt kein Update, ich will jetzt auflegen. Aber diese Meldung kommt immer und immer wieder, wenn du virtuell DJ startest. Über den Punkt Check Updates kannst du ganz einfach das Häkchen bei No setzen und dann kommt keine Update-Meldung mehr, wenn du virtuell DJ startest. Das einfach mal als kleiner Tipp von mir. Ja, Freunde, das war es auch schon wieder mit diesem Video und 13 Einstellungen, die du in virtuell DJ kennen solltest. Kennst du vielleicht sogar noch eine Einstellung, die du gerne benutzt, die jetzt aber hier in dem Video nicht mit dabei war? Dann schreib sie doch ganz einfach unten in die Kommentare mit rein. Und ansonsten, falls du es noch nicht getan hast, abonniere hier unbedingt diesen YouTube-Kanal, denn jede Woche geht ein brandneues Video rund um das DJing für dich online, egal ob DJ-Tipp, virtuell DJ oder ein richtiges Tutorial. Aktiviere zudem die Glocke und werde über jedes neue Video benachrichtigt. Und wir sehen uns im nächsten schon wieder. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, der Mike.